Servus, kommt rein. Wir haben eh schon auf euch gewartet. Ja, also neben mir hier, der junge Mann, ist der Erik Weger. Ist auch besser unter dem Spitznamen Alison der Coolman bekannt. Spielt jetzt, seitdem er 14 ist, bei 60, ist damals ins Internat gekommen. Da gab es dann auch immer wieder lustige Geschichten, die er mir erzählt hat. Und seine Position, ich glaube, seitdem er bei 60 ist, hat er jetzt schon alles gespielt, bis auf den Torhüter. Aber in den letzten 2 Jahren hat sich dann doch rauskristallisiert, dass er auf der Rechtsverteidigerposition am wenigsten Schaden anrichten kann. Und seitdem spielt er die Rolle auch wirklich sehr gut, ist ein zuverlässiger Mann rechts hinten in der Verteidigung. Und gibt der Abwehr auch Sicherheit, immer wieder gute Offensivaktionen, sehr schneller Spieler. Ja, also neben mir hockt der Marco Hiller, genannt in der Mannschaft eigentlich nur Hiller. Er ist eigentlich ein Spieler, den man auch überall einsetzen kann. Ist flink, robust, gut im Zweikampf, gute Athletik. Nein, Spaß, also er ist nur im Tor. Ist aber da ein mega Rückhalt für die Mannschaft. Ich denke, auf der Linie gibt es echt, also ich habe selten einen Torwart gesehen, der auf der Linie so ein Monster ist wie der Marco. Und deswegen ist es natürlich stark, wenn man in der Abwehr spielt und immer weiß, kann man einer durchrutschen. Und Marco hält trotzdem immer, selbst wenn der Ball eigentlich schon im Tor ist, fischt er nochmal einen raus. Also es ist schon Wahnsinn, so einen hinter sich zu haben. Wir kennen uns schon seit 6 Jahren. Wir haben jetzt 6-Jähriges auf Facebook gehabt. Ja, aber... Da müssen wir noch essen gehen oder so. Ja, lade ich dich ein. Ja. Und, aber das Schlimme ist, so richtig befreundet, so gut wie die letzten 3 Jahre, sind wir eigentlich erst, wie gesagt, seit 3 Jahren. Und da gab es ein einschneidendes Erlebnis in Lloret de Mar, wo wir eigentlich beste Kumpels wurden. Ja, kann man so sagen. Da haben wir uns zu zweit auf einer Luftmatratze durch Kraken und Haie bis zur äußersten Boje gekämpft. Ja, man muss auch dazu sagen, zu zweit, also er lag auf der Luftmatratze und ich habe die Luftmatratze angeschoben. Aber sagen wir zu zweit. Mann. Er hat letztes Jahr Trainer noch gemacht, Torwarttrainer, in U14 und in U16. Und weil er da immer bis spät abends bei 60 war, hat er dann immer bei mir auf der Couch gepennt und ist eigentlich bis heute so geblieben. Deswegen wohnt er jetzt bei mir und Ugo mit auf der Couch. Ja, inoffiziell. Inoffiziell ist eigentlich sein Bett geworden. Aber ich glaube, er fühlt sich heimisch und ich möchte es auch nicht missen. Das hast du schön gesagt. Danke. Nein. Also es hat natürlich nichts mit meiner familiären Situation zu tun, dass ich nicht nach Hause möchte. Da ist alles gut. Schöne Grüße, Mama, nach Hause, Nico. Hoffentlich siehst du das Video. Nee, ist einfach, weil ich immer abends habe ich dann auch keinen Bock mehr heimzufahren. Es ist gemütlicher, wenn ich zu denen rübergehe, schauen wir ein bisschen Fernsehen oder zocken ein bisschen Dart. Eine Dartscheibe da. Haben wir auch schon ausgemacht, dass wenn der Erste dann mal die 180 trifft, da wird auch ein feiner Tropfen geköpft. Aber bisher sind wir leider noch weit von entfernt. Du spielst ja auch schon seit... Dein 10. Jahr jetzt? Ja, mein 10. Jahr. Mein 7. Also ich bin auch schon lange hier und in die ganzen Junioren-Bundesliga-Saisons eben haben wir auch jedes Mal zusammen im Zimmer geschlafen. Auch wenn es für mich eher kein Schlafen ist, weil der Herr neben mir hier meint, er muss immer das ganze Haus aufwecken mit seinem Schnarchen. Deswegen. Ja, aber das ist, ich habe einen unruhigen Schlaf, ja. Ob das jetzt Schnarchen ist. Ja, meistens, wenn dann halt um 8 Uhr Frühstück ist, klingelt dann halt auch der Wecker schon recht früh bei uns, dass wir es auch nochmal schaffen, Zähne putzen, duschen, vielleicht nochmal duschen und frische Sachen raus. Deswegen stehen wir dann meistens schon so um 7:55 auf auch, um dann auch rechtzeitig und ja, pünktlich, muss man ja pünktlich, frisch und voller Elan wieder in den neuen Tag zu starten. Ich komme immer wieder gerne heim, ich habe dann meine Familie, meine Freundin, meine Freunde, meine Kumpels und... Deswegen komme ich immer wieder gern heim. Hast du Freundinnen gesagt? Nein, okay. Habe ich nicht. Schatz habe ich nicht. Und ich komme da immer wieder gerne heim. Deswegen auch nochmal Grüße nach Wolfgangs Eschenbach, dass das auch jeder kennt. Jungs, ich vermisse euch, ich komme bald wieder heim. Ja, doch, wir sitzen auch im Bus, haben dann auch immer, saßen immer am Tisch hinten, haben da auch immer Karten dann gespielt. Jetzt seit neuestem haben wir auch Uno für uns entdeckt. Ja. Spielen wir auch immer mit den Jungs noch am Abend nach dem Abendessen. Gibt schön Nackenpatscher. Ja. Kann auch mal eskalieren, aber ich denke, man findet zusammen, man wird getrennt, aber am Ende findet man bei Uno dann doch wieder zusammen auch. Ja. Ist immer schön. Ja, das sind Geschichten, die nur Uno schreibt eigentlich. Ja, Uno verbindet Menschen. Also. Ja, als nächstes würden wir dann unsere Küken in der Mannschaft nominieren, den Lino und den Tom Kretschmer. Falls ihr nicht gerade irgendwie beschäftigt seid mit Bälle tragen oder andere Sachen, weil ihr seid leider die Jüngsten, die Küken. Jeder muss mal durch, aber... Wir geben euch jetzt die Chance, euch mal andersweitig zu beschäftigen. Viel Spaß. Servus.